Von Hongkong bis Indien, vom südchinesischen Meer bis zu den Senkaku-Inseln im ostchinesischen Meer. Der chinesische Riese steckt seine Claims ab und demonstriert seinen Nachbarn seit Monaten, dass sie es mit einer unerbittlichen wie unersättlichen Supermacht zu tun haben. Peking macht deutlich, wer von nun an das Sagen und alle Fäden der Macht in der Hand hält, ganz klar den Ton in dieser Region angibt. Dabei hat China keine Sekunde lang gezögert, praktisch alle seine Nachbarn vor den Kopf zu stoßen. Allein in den letzten 2 Jahren hatte China Zusammenstöße mit Malaysia, den Philippinen, Vietnam, Südkorea, Brunei, Japan und Hongkong. Mal ganz vom Coronavirus, dem Handelskrieg mit den USA und den diplomatischen Scharmützeln mit Australien zu schweigen. Und natürlich bildet Taiwan dabei keine Ausnahme. Ganz im Gegenteil, die Beziehungen zwischen der Volksrepublik China und Taiwan durchlaufen eine der spannungsreichsten Perioden der letzten Jahrzehnte überhaupt. In den letzten Monaten wurden wir Zeugen wirtschaftlicher Drohgebärden, groß angelegter Militärmanöver, aktiven politischen Drucks, ja einer regelrechten Kampagne zum Ausschluss Taiwans aus internationalen Institutionen und auch der wiederholten Verletzung des taiwanesischen Luftraums und seiner Gewässer durch die Volksbefreiungsarmee, wie die Streitkräfte der Volksrepublik China formell genannt werden. Nach der schamlosen Vereinnahmung Hongkongs scheint nun also klar zu sein, worauf Peking auch im Falle Taiwans zusteuert. Und deswegen müssen wir die folgenden Schlüsselfragen dringend beantworten. Wie kann die Verteidigung Taiwans sichergestellt werden? Wäre es überhaupt möglich, diese Insel vor einer möglichen Invasion zu schützen? Und was geschieht im Augenblick in Taiwan überhaupt? Passt gut auf, denn von der Beantwortung dieser Fragen hängt nicht nur das Schicksal Taiwans ab, sondern das der ganzen freien Welt, die mehr und mehr dem Wohlgefallen und den Expansionsgelüsten Pekings ausgeliefert ist. Der rote Drache. Die Kommunistische Partei Chinas beansprucht die volle Hoheit über das kleine, wohlhabende und demokratische Taiwan und seine 24 Millionen Einwohner. Wie wir euch bereits in anderen Videos erklärt haben, ist dies Pekings Politik seit der Gründung der Inselrepublik im Jahre 1949. In den letzten Jahrzehnten war Peking jedoch der Ansicht, dass die wachsenden wirtschaftlichen und sozialen Bindungen, die seit der Öffnung der chinesischen Wirtschaft zur Welt entstanden sind, die künftige friedliche Integration Taiwans gemäß eines speziellen Modells erleichtern würden. In Anlehnung an die bis vor kurzem in Hongkong geltende jahrelange Doktrin, ein Land, zwei Systeme. Damit scheinen sich die Kommunisten jedoch verrechnet zu haben. Freiheit, Demokratie und Offenheit gegenüber dem Westen haben, surprise, surprise, zu einer ganz anderen Stimmung geführt. Heute identifizieren sich mindestens 2/3 der Taiwanesen nicht mehr als Chinesen, sondern einfach als Taiwanesen. Ebenso haben mehr als 60% der Bevölkerung ein negatives Bild von Festlandchina, insbesondere natürlich von dessen Regierung und politischem System. Taiwan sieht sich immer weniger als chinesisch, eine Position, welche seine Präsidentin Tsai Ing-wen selbst teilt. Die schlechte Nachricht ist natürlich, dass China das seiner Ansicht nach legitime Recht auf eine Wiedervereinigung Taiwans mit dem Festland nie aufgegeben hat und das selbst dann, wenn dies den Einsatz von Gewalt bedeuten würde. Xi Jinping selbst hat diese Idee klar und ganz offen verteidigt. Und mehr noch, er hat eine wortwörtliche Deadline für Taiwan festgesetzt. Das Jahr 2049, den 100. Jahrestag der kommunistischen Revolution in China. Was also einst als eine weit entfernte Möglichkeit erschien, ist jetzt zu einer nicht mehr besonders unwahrscheinlichen Bedrohung geworden. Denn die Regierung Xi Jinping hat, vielleicht um den wirtschaftlichen Abschwung, den China in den letzten Jahren erlebt hat, politisch zu kompensieren, eine derart nationalistische Agenda in Gang gesetzt, wie China sie seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat. China verdoppelt seine Gebietsansprüche und das führt zu Konflikten in ganz Asien. China nimmt mehr Konflikte in der Welt auf sich, von den entlegenen Tälern des Himalaya über kleine tropische Inseln bis hin zu den angespannten westlichen Hauptstädten schürt ein zunehmend durchsetzungsstärkeres China Konflikte in der ganzen Welt wie nie zuvor, während sich die Vereinigten Staaten zurückziehen. Und jetzt, angesichts der Coronavirus-Krise, könnte alles noch viel schlimmer kommen. Aber sag selbst, gibt es einen besseren Weg, um die Aufmerksamkeit des Volks von seinen eigentlichen Problemen abzulenken, als Konflikt anzuheizen, bei denen der eigene Nationalstolz auf dem Spiel steht? Okay, du willst, dass ich dir dafür ein paar konkrete Beispiele im Fall Chinas nenne, nicht wahr? Kein Problem, das ist ein Kinderspiel. Also, schau dir mal das südchinesische Meer an. Ein Meer mit kleinen Inseln, Riffen und Sandbänken, das auch für den Welthandel von entscheidender Bedeutung ist. Einige der verkehrsreichsten Schifffahrtsrouten der Welt führen durch dieses Meer praktisch 1/3 des gesamten globalen Seehandels. Und jetzt schau mal, wie die Dinge hier laufen. Der chinesische Riese argumentiert, dass praktisch das gesamte Meer zu China gehört, dass es Teil seiner Hoheitsgewässer sei. Peking hat keinerlei Skrupel gehabt, mindestens 5 weitere Länder mit dieser Behauptung vor den Kopf zu stoßen. Die Philippinen, Vietnam, Malaysia, Indonesien und Brunei.
Und du wirst nicht glauben, wie unglaublich unverschämt die nationalistischen Kommunisten dabei vorgehen. Hör dir einfach mal Folgendes an. Um seine Ansprüche im wahrsten Sinne des Wortes zu zementieren, baut Rutina seit dem Jahr 2014 sogar künstliche Inseln auf Riffen und Sandbänken. Das heißt, es schafft chinesisches Territorium, wo es zuvor gar nicht war. Stell dir vor, Russland würde in der Elbmündung eine Insel aufschütten und deine Schifffahrt durch sein neues Hoheitsgewässer kontrollieren. Und die neuen chinesischen Inseln sind nicht bloß Sandhaufen, ganz und gar nicht. Peking baut sie zu regelrechten Festungen aus, mit Flugpisten, Raketenabschussbasen und Luftabwehrsystemen. Und dass die internationale Gemeinschaft diese freche und aggressive Expansion verurteilt, juckt die roten Machthaber natürlich nicht die Bohne. Etwas weiter nördlich im Ostchinesischen Meer gehen sie auf vollen Konfrontationskurs mit Japan. Es geht um die Frage, wem die Senkakus gehören, eine Kette von felsigen, unbewohnten Inseln. Außerdem kam es im Sommer 2020 im Himalaya zu einem Zusammenstoß chinesischer und indischer Soldaten. Das Ganze ging nicht über ein Scharmützel hinaus, aber wir sprechen von einem Scharmützel, das 20 indischen Soldaten das Leben kostete und zur Besetzung von etwa 40 Quadratkilometer durch China führte. Tja, und dann wäre da noch Hongkong. Was kann man darüber eigentlich noch sagen? China hat dort mit Gewalt ein neues Sicherheitsgesetz verhängen lassen, das im Grunde der Meinungsfreiheit und politischen Teilhabe der Bevölkerung einer der freiheitsliebendsten Metropolen der Welt nach fast 70 Jahren ein jähes Ende bereitet. Und eines, meine lieben Zuschauer, müssen wir uns vergegenwärtigen. Was in Hongkong geschehen ist, entspricht in etwa dem, was es bedeutet hätte, wenn Truppen des Warschauer Paktes im Kalten Krieg West-Berlin besetzt hätten. Denn China hat einfach so internationale Abkommen, die lokale Regierung und die bürgerlichen Freiheiten der Bevölkerung Hongkongs, ohne mit der Wimper zu zucken, übergangen. Hinzu kommen der Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten, die Verhängung von Strafzöllen gegen Australien, die Verfolgung lokaler Minderheiten wie die Uiguren und natürlich das Mobbing gegen Taiwan. Und im Jahr 2020 zog China die Schlinge um den Hals des Inselstaates so fest zu wie nie zuvor. Dazu gehörten die größten Luftwaffen- und Marinemanöver seit langem in unmittelbarer und demonstrativer Nähe zu Taiwan. Selbst die offizielle chinesische Presse bezeichnete diese Manöver unverhohlen als Übungen zur Vorbereitung einer echten Invasion. Darüber hinaus hat China nicht gezögert, den taiwanesischen Luftraum wiederholt zu verletzen, indem es Kampfflugzeuge und Bomber weit über die sogenannte Mittellinie schickte, also jene Grenze, welche die Gewässer der Meerenge von Taiwan zwischen den beiden Ländern Trend. Wir sprechen hier von Dutzenden, wenn nicht gar Hunderten von Fällen allein im Jahr 2020. Nun könntest du natürlich einwenden, dass in den vergangenen 60 Jahren eigentlich sämtliche Drohgebärden Chinas gegenüber Taiwan eher als machohafte Angeberei zu werten waren. Und ja, für die Vergangenheit hast du damit recht, denn obwohl die taiwanesische Armee viel kleiner war als die Rutinas, war sie traditionell viel besser ausgerüstet. Technologisch als auch was die Ausbildung ihrer Soldaten angeht. Dazu kommt die Unterstützung der Vereinigten Staaten, deren Marine die Region lange unter Kontrolle hatte. Doch in den letzten 15 Jahren hat sich das alles grundlegend geändert. Peking ist dabei, ein monumentales Programm zur Modernisierung seiner Streitkräfte durchzuführen. Um dir mal eine Vorstellung davon zu geben, die chinesische Luftwaffe verfügt derzeit allein über mehr Kampfflugzeuge der vierten Generation als die taiwanesische Luftwaffe an Flugzeugen insgesamt. Die chinesische Marine stellt immer mehr Flugzeugträger, Zerstörer und Schiffe mit amphibischer Transportkapazität in Dienst. Die chinesische Armee hat mehr als 1000 ballistische Kurzstreckenraketen stationiert, die direkt auf Taiwan gerichtet sind. Sie führt kontinuierlich Manöver rund um die Insel durch und verfügt sogar über eine IT-Abteilung, deren Aufgabe es ist, Cyberangriffe gegen strategische taiwanesische Ziele auszuführen. Die gesamte Kommunikation der Insel und all ihre wichtige Infrastruktur sollen bei Bedarf vollkommen eingefroren werden. Zum ersten Mal scheint die Idee einer chinesischen Invasion also nicht mehr weit hergeholt zu sein. Wir sind besorgt, ob unsere Kommando- und Kontrollsysteme in Kriegszeiten ungehindert funktionieren können, ob das Land noch unter einem wirksamen Kommando stehen könnte. Aber natürlich, an diesem Punkt denkst du vielleicht, aber Mark, die USA sind doch verpflichtet, Taiwan zur Seite zu stehen und es zu verteidigen. Und ja, das ist wahr. Aber das Problem ist, wie weit würde diese Verpflichtung im Fall der Fälle gehen? Und reicht sie alleine aus, um die rote Flut vom Festland aufzuhalten? Aufgepasst! Strategische Doppeldeutigkeit.
Zum Zeitpunkt, als die USA ihre offiziellen Beziehungen zur Republik China, das heißt zu Taiwan, abbrachen, um die Volksrepublik China anzuerkennen, übrigens haben wir dieses ganze Durcheinander auf Visualpolitik bereits in einem Video entflechtet. Du kannst es dir über den Link hinter dem i oben rechts ansehen. Also damals verabschiedete der US-Kongress den Taiwan Relations Act, ein Gesetz, in dem bekräftigt wird, dass besondere Verpflichtungen gegenüber der Insel aufrechterhalten werden, obwohl die taiwanesische Regierung nicht mehr als legitime Vertreterin des chinesischen Festlandes anerkannt wird. Um welche Art von Verpflichtungen geht es? Nun zum Beispiel die Anerkennung jeder nicht friedlichen chinesischen Intervention als Bedrohung. Die USA behielten sich in einem solchen Fall das Recht vor, Taiwans Verteidigung zu übernehmen und ihm alle dazu notwendigen Waffensysteme zur Verfügung zu stellen, also eigentlich zu verkaufen. Nun, Tatsache ist, dass von diesem Moment an das in Gang gesetzt wurde, was als die Politik der strategischen Ambiguität, also Doppeldeutigkeit, bekannt wurde. Das US-Gesetz sah zwar nicht ausdrücklich vor, dass die Vereinigten Staaten im Falle einer Aggression Chinas eingreifen würden, behielten sich dieses Recht jedoch vor. Und ja, diese zweideutige Strategie zahlte sich über viele Jahrzehnte aus. Einerseits konnte sich Peking nie sicher sein, wie die Reaktion der USA ausfallen würde und ob ein Angriff auf Taiwan nicht zu einem direkten Krieg mit den Amis führen würde. Andererseits bedeutete diese strategische Zweideutigkeit, dass sich die Taiwanesen auch nie ganz sicher sein konnten, wie weit die US-Hilfe gehen würde. Sie hatten also keine andere Wahl, als ihre eigene Verteidigungsfähigkeit sicherzustellen und gleichzeitig ihre Beziehungen zu China zu verbessern. So, liebe Zuschauer, die Frage, die wir uns jetzt aber stellen müssen, ist: Wie stark würden sich die USA heute tatsächlich engagieren? Lasst uns dazu ein kleines Gedankenexperiment wagen. Wenn sich die US-Regierung in Zeiten, in der sie Peking militärisch haushoch überlegen war, schon nicht in der Lage sah, sich bedingungslos hinter Taiwan zu stellen, warum sollte sie plötzlich gegenüber einem China, das zur Supermacht angeschwollen ist, klare Kante zeigen? Das ist keine unbedeutende Frage, insbesondere nicht für die Taiwanesen. Chinas wachsende militärische Macht ist nicht nur zu einer Bedrohung für Taiwans faktische Unabhängigkeit geworden, sondern erhöht auch den Preis für die Beteiligung der USA. Ein solcher Konflikt könnte ja durchaus sehr schnell eskalieren, total aus dem Ruder laufen und zum Auftakt des Dritten Weltkriegs werden. Wenn die Kugeln wirklich anfangen zu fliegen, wird es für das amerikanische Volk, von dem die meisten Taiwan nicht auf einer Karte finden könnten, schwer sein zu sagen: Nein, ich bin wirklich bereit, Los Angeles gegen Taipei einzutauschen. Und nicht nur das, die Vereinigten Staaten sind geografisch im Nachteil. Wieso? Weil ihre Verteidigungsfähigkeit in dieser Region allein von ihrer Marine und einer Handvoll asiatischer Stützpunkte abhängt, die sich auch noch bequem in Reichweite chinesischer Raketen befinden. Allein die Frage, ob die USA ihre dort vorhandenen Truppen schnell genug mobilisieren könnten, um Taiwan überhaupt noch rechtzeitig zur Hilfe zu kommen, ist strittig. Und weißt du was? Das Schlimmste ist, dass wir es hier mit einem ganz besonders teuflischen Teufelskreis zu tun haben. Denn die chinesische Regierung weiß dies alles natürlich und ihr Verdacht, dass die Reaktion der USA zu gegebener Zeit nicht mehr als ein formeller Protest sein würde, so wie jetzt in Hongkong geschehen, motiviert sie noch mehr, ihre militärischen Invasionspläne in die Tat umzusetzen. Mit anderen Worten, die Wirkung der Politik der strategischen Zweideutigkeit hat sich in ihr fatales Gegenteil umgekehrt. Diese Doktrin wirkt heutzutage also geradezu als Katalysator, als Brandbeschleuniger in diesem Konflikt. Und genau aus diesem Grund fordern viele Stimmen in Washington, diese Politik ein für alle Mal zu beenden. Wir müssen klarstellen, wo wir stehen, insbesondere indem wir alle verbleibenden Unklarheiten darüber beseitigen, wie wir auf die Anwendung von Gewalt reagieren würden und indem wir die Haltung und Struktur unserer Streitkräfte ändern. Andererseits macht dies deutlich, dass die Taiwanesen in der Lage sein müssen, sich zumindest eine Zeit lang zu verteidigen, bis Hilfe kommt. Der zweite Knackpunkt ist also: Wie zum Teufel verteidigt man sich als David auch nur einen Tag lang gegen einen Goliath wie Rot-China? Keine Angst, genau das verraten wir dir jetzt. Die Verteidigung Taiwans. Nun, wenn man sich in Taiwans Lage hineinversetzt, kommt man schnell auf den Gedanken, es müsse einen irrsinnig großen Verteidigungshaushalt haben. Militärausgaben müssten oberste Priorität genießen, denn von seiner Verteidigungsfähigkeit hängt ja unmittelbar die komplette Existenz der Inselrepublik ab. Tja, du wirst überrascht sein, die für 2021 geplanten Verteidigungsausgaben belaufen sich auf nur etwa 15,4 Milliarden Dollar. Das sind nicht mehr als 2,2 bis 2,4% des Bruttoinlandsprodukts. Dies stellt zwar einen Anstieg von etwas mehr als 10% gegenüber 2020 da, aber wenn wir die letzten 10 oder 20 Jahre betrachten, stellen wir fest, dass der Anteil der Militärausgaben während dieser Periode gesunken ist.
Seltsam, nicht wahr? Aber warte nur ab. Gleich wird dir dieser Abwärtstrend ganz und gar nicht mehr so seltsam vorkommen. Denn trotz Einsparungen hat Taiwan in den letzten Jahren weiterhin wichtige Rüstungsaufträge mit US-Firmen abgeschlossen. Es geht um sehr fortgeschrittene Hightech-Systeme, wie zum Beispiel im letzten Jahr die Beschaffung von 108 Abrams M1A2T-Panzern im Wert von 2 Milliarden Dollar. Und diese stellen die absolute Krönung amerikanischer Panzerbaukunst dar. Und das sind nur zwei Beispiele, zu denen sich Raketen, Seeminen und eine Menge weiterer Technologie und Gerätschaft aller Art hinzugesellen. Insgesamt wurden allein in den letzten zwei Jahren Zusagen über mehr als 15 Milliarden Dollar gemacht. Außerdem verfolgt Taiwan noch immer das F-35-Programm, was weitere milliardenschwere Investitionen nach sich ziehen wird. Und das ist noch nicht alles. Die taiwanesische Regierung gibt ebenfalls Milliarden aus, um die Rüstungsproduktion im eigenen Land anzukurbeln. Hubschrauberträger, Zerstörer und ihre ganz eigenen Kampfflugzeugmodelle. Sie entwickeln sogar ihre eigenen U-Boote, deren Kosten sich auf über 1 Milliarde Dollar pro Einheit belaufen. Das erste U-Boot soll 2025 in Dienst gestellt werden. Na, das klingt doch alles recht gut, nicht wahr? Nein, ganz und gar nicht. Denn in Wahrheit ist all dieser Rüstungsaufwand praktisch vollkommen sinn- und zwecklos. Warum? Nun, weil der Vorsprung Chinas erstens einfach immer noch zu gewaltig ist und zweitens auch immer weiter wächst. Aber sie selbst. Während China und Taiwan Ende der 1990er Jahre praktisch dasselbe Militärbudget hatten, ist das Budget des chinesischen Riesen heute um den Faktor 25 größer. Und das hat natürlich direkten Einfluss auf die Kampfkraft beider Armeen. Schau dir mal an, wie das chinesische Außenministerium selbst die für 2021 angekündigte Erhöhung des taiwanesischen Militärbudgets bewertet hat. Egal wie viel sie ausgeben, wie wir alle wissen, ist Taiwan eine kleine Insel. Wenn sie gegen das chinesische Festland kämpfen wollen, ist es wie eine Ameise, die versucht, einen Baum zu verschieben. Wie du dir an dieser Stelle sicher schon vorstellen kannst, wäre das wahrscheinlichste Szenario im Falle eines chinesischen Angriffs, und dieser Ansicht sind auch viele Experten, dass in relativ kurzer Zeit erhebliche Teile der taiwanesischen Luftwaffe, der größte Teil der Seestreitkräfte und ein Großteil der wichtigsten Infrastruktur der Vernichtung anheimfielen. Tja, und als ob das noch nicht genug wäre, kommen auf Taiwan noch ganz andere Probleme zu. Es sieht alles danach aus, dass die taiwanesische Armee ein Ausbildungsproblem hat. Erstens beteiligt sie sich nicht an internationalen Missionen und so haben taiwanesische Offiziere zum Beispiel noch nie schwere Waffen im Feld eingesetzt. Es fehlt ihnen einfach die praktische Kampferfahrung. Und zweitens bereitet ihr der Mangel an Soldaten weiteres Kopfzerbrechen. Taiwan ist nicht gerade ein demografisch junges Land und viele junge Menschen ziehen es vor, ihr Leben anderen Aufgaben zu widmen als der Landesverteidigung. Um dir eine Vorstellung vom Umfang dieses Problems zu geben. Zwischen 1993 und 2020 wurde die Truppenstärke der taiwanesischen Streitkräfte deswegen um mehr als 60% reduziert. Sie ist von 500.000 auf weniger als 200.000 Soldaten gesunken. Tja, das sieht wirklich nicht gerade berauschend aus, nicht wahr? Und damit steht nun die drückende Frage im Raum. Wie um alles in der Welt könnte Taiwan einer chinesischen Invasion auch nur für kurze Zeit standhalten? Diese Preisfrage versuchen auch allerlei Militärstrategen zu beantworten und die meisten Experten, sogar einschließlich des Pentagons, geben Taiwan eine ganz eindeutige Empfehlung. Es muss seine Militärstrategie vollständig umkehren. Aber was heißt das nun konkret? Also, anstatt teure Militärausrüstung zu kaufen, die im Ernstfall sowieso praktisch wertlos wäre, muss Taiwan sich in erster Linie darauf konzentrieren, die Invasion zu einer für China so riskanten und verlustreichen Mission zu machen, dass die dadurch verursachten militärischen, aber auch vor allem politischen und wirtschaftlichen Schäden für China nicht mehr tragbar wären. Und die gute Nachricht ist, Taiwan verfügt über einzigartige Möglichkeiten, um diese Strategie umzusetzen. Als erstes muss es die Vorteile seiner Geografie vollständig zur Geltung bringen. Wovon wir hier sprechen? Nun, Taiwan hat nur 14 Strände, die sich für eine Invasion von See eignen würden. Der Rest der 1200 Kilometer langen Küstenlinie ist sehr gut durch Riffe, Felsen, Klippen oder Betonpfeiler geschützt. Und wenn du jetzt denkst, diese 14 Strände müssten China doch reichlich langen, um auf Taiwan Fuß zu fassen. Nein, das ist durchaus nicht so einfach. Wir sprechen hier nicht von einem Badeurlaub, sondern von der größten Seelandung der Militärgeschichte, die notwendig wäre. Denn wie gesagt, China müsste sehr schnell voranschreiten, um die Zeit bis zum Eintreffen der US-Streitkräfte zu nutzen. Du kannst also schon jetzt erkennen, dass dies nicht wirklich so einfach wäre. Hinzu kommt,
dass die ganze Insel sehr bergig ist und jeder Quadratkilometer Flachland sehr dicht urbanisiert ist oder mit Reisfeldern bedeckt. Und das sind für einen großen massiven Einsatz einer klassischen, schnell voranschreitenden Invasionsarmee mit Panzern, Artillerie und mechanisierter Infanterie denkbar schlechte Bedingungen. Denn in den Reisfeldern versinkt das schwere Gerät und in den Städten ist zäher, guerillaartiger Straßenkampf angesagt. Nix mit Blitzkrieg. Taiwan könnte alle Vorteile einer asymmetrischen Kriegsführung ausspielen, bei der auch eine kleine Verteidigungsstreitmacht gegen einen übergroßen Gegner durchaus Chancen hätte. Und meine lieben Zuschauer, damit hätten wir den Schlüssel zur Verteidigung Taiwans. Asymmetrische Kriegsführung. Die wichtigsten Experten und das Pentagon sind der Meinung, dass Taiwan dazu die folgenden Punkte angehen sollte. Erstens, den Bestand und die Kampfstärke seiner Reservisten wieder auf Vordermann bringen. Offiziell gibt es davon 2 Millionen, aber wenn es hart auf hart kommt, würde ihnen wohl die nötige Ausbildung für die Guerilla-Strategie fehlen. Zweitens, eine radikale Umrüstung hin zu mobilen Waffen, Seeminen, günstigen, aber agilen Systemen wie Drohnen, Myriaden von Drohnen, kleinen Booten und autonomen Unterwasserfahrzeugen, quasi U-Boot-Drohnen. Außerdem die perfidesten Waffen von allen, Landbienen. Denn wenn es um die eigene Haut und Haare geht, darf es wohl auch etwas dreckiger zugehen. Und ganz im Stile des Vietcong die Schaffung gewaltiger unterirdischer Operationsstrukturen und Versorgungssysteme. Tief im Gebirge könnten außerdem optimal Radaranlagen in Kombination mit Raketenabschussbasen installiert werden, sowie all die Drohnen- und Raketenfabriken, die dort gut vor Angriffen aus der Luft und erst recht vom Boden geschützt werden. Kurz gesagt, dem Feind muss jegliches Vorankommen so zäh wie möglich bereitet werden. Er muss bis zur Unendlichkeit verlangsamt und in eine Vielzahl chaotischer und verlustreicher Reibereien verstrickt werden. Dies alles, um durchhalten zu können, bis Verstärkung eintrifft und die Lage für die Chinesen dann so schwierig wird, dass sie einen Erfolg einer solchen Invasion für unmöglich halten werden. Oder zumindest für das kommunistische Regime so waghalsig und kostspielig, dass sie nicht die Eier dazu hätten. Und was du dir vergegenwärtigen musst, wir sprechen von einer Strategie, die eigentlich keine großen Ressourcen erfordert, sondern vor allem Entschlossenheit, Geschlossenheit und ein wenig Gerissenheit. Deswegen hat sich Präsidentin Tsai Ing-wen jetzt offenbar entschieden, diese Strategie umzusetzen und sich auf einen Guerillakrieg vorzubereiten. Leider wird sich auch damit die Bedrohung durch China nicht vollständig beenden können. China könnte versuchen, die Insel zu belagern, anstatt einzumarschieren. Es könnte eine Art Wirtschaftskrieg anstreben und es könnte sogar konkrete Sanktionen verhängen. Eins ist klar, China wird nicht klein beigeben in seinem Vorhaben, Taiwan das Leben schwer zu machen und es sich irgendwann einzuverleiben. Die Menschen auf der Insel werden also noch viele Jahre mit all diesen Bedrängungen leben müssen. Sie werden immer auf der Hut bleiben müssen. Aber das alles ist besser als ein brutaler Krieg mit einer unabsehbaren Zahl von Todesopfern, auf den die bisherige, aus dem Ruder gelaufene Strategie der Doppeldeutigkeit klar hinauslief. Die Fragen an dich lauten nun also, was sollte die internationale Gemeinschaft tun, vielleicht auch die EU, um die Unabhängigkeit Taiwans zu sichern? Untätig daneben stehen, wie sie es mit Hongkong getan hat oder sich zur tatkräftigen Unterstützung der Insel durchringen? Und wie könnte diese Unterstützung konkret aussehen? Wie immer bin ich auf eure kompetenten Kommentare schon hochgradig gespannt. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat und vielleicht auch etwas gebracht hat. Falls ja, gib uns bitte einen Daumen hoch und unterstütze uns, indem du es mit deinen Freunden teilst. Und vergesst nicht, dass wir jede Woche neue Videos hochladen, also verpasst keines unserer Updates, abonniere unseren Kanal, klick auch auf das Klingelsymbol, um rechtzeitig benachrichtigt zu werden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.